Den Schülern hat das Projekt sichtlich Spaß gemacht und auch der Lerneffekt ist nicht zu kurz gekommen. Also im Projekt hat mir gefallen, dass wir alle quasi die 27 Länder gemacht haben und uns tiefer damit beschäftigt haben, weil wir zurzeit halt viele Jugendliche oder andere sind eher anti-EU oder halt bezüglich, weiß nicht, man hat circa Vorteile oder so. Aber es gibt sehr wohl Vorteile wie die Projekte, die wir vorgestellt haben. Und an Luxemburg gefällt mir, dass es so klein ist, kompakt, wie Liechtenstein irgendwie. Und ja, dass es sehr viele halt kulturelle Sehenswürdigkeiten hat und von der EU sehr viele Sitze und so. Mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Es ist aufregend gewesen, weil wir vor allem viel über Ungarn erfahren haben können. Mal, es war eine Abwechslung gegenüber von der Schule. Die Sprache ist ganz besonders. Es wird vor allem auch in Österreich, also im Burgenland, gesprochen und in mehreren Ländern. Ja, also mir hat es gefallen, dass unsere ganze Klasse in den Projekten geschafft hat, dass wir alle miteinander gemacht haben und dass so, ob wenn ich jetzt zum Beispiel mit der Sabrina das Plakat gemacht habe, dass zum Beispiel andere mir geholfen haben. Dass es eigentlich ein schönes Land ist, es ist echt ein extrem schönes Land, hat sehr viele Sehenswürdigkeiten. Klein, aber fein.